Schöne Grüße aus der Genusszone. Wir machen heute ein irisches Rinderragout. Dafür haben wir schon folgende Sachen. Wir haben Rindfleisch, Rinderfond, Kartoffeln, Sellerie, Zwiebeln, Möhren, Weißkohl, ein Lorbeerblatt, Salz, Pfeffer und Rosmarin. Als erstes habe ich den Fleischfond in einen Topf getan, dass der erhitzt wird. Jetzt kümmern wir uns um das Fleisch. Dann nehmen wir oben die Silberhaut ab und schneiden es in gleichmäßige Würfel. Das ist meine Mitte. Jetzt schneiden wir das in Scheiben. Dann in Streifen. Und zum Schluss in Würfel. Nachdem wir das geschnitten haben, ist unsere Fleischbrühe auch schon heiß. Jetzt kommt das Fleisch da rein. Das lassen wir jetzt für 45 Minuten kochen. Jetzt putzen wir das Gemüse. Die Möhren habe ich geschält und dann wird alles in Streifen oder Würfel geschnitten. Die Möhre zum Beispiel habe ich hier eingeschnitten und die schneiden wir jetzt in Würfel oder Scheiben. Die Zwiebeln haben wir jetzt auch gepellt und auch die schneiden wir in Würfel. Jetzt kümmern wir uns noch um den Sellerie. Den Sellerie schneide ich hier die äußere trockene Kante ab. Schön dünn, damit wir nicht so viel Verlust haben. Und dann schneiden wir die Schale auch noch ab. Und wenn der geschält ist, schneiden wir den auch in Würfel. Als Scheiben vorher. Und jetzt kommt noch der Weißkohl. Den Weißkohl halbieren wir. Also die Hälfte wird halbiert, quasi geviertelt. Dann schneiden wir den Strunk raus. Und dann schneiden wir den in Scheiben. Also Streifen. Das ist jetzt das vorgeschnittene Gemüse. Die Kartoffeln schälen und schneiden wir kurz bevor wir das Gemüse zum Fleisch tun, damit die nicht braun werden. Die 45 Minuten vom Fleisch sind jetzt um. Jetzt schäle ich meine Kartoffeln und schneide die in Würfel. Jetzt haben wir hier das Fleisch und da geben wir jetzt das Gemüse zu. Die Kartoffeln. Die Möhren, Sellerie und Zwiebeln, ein Lorbeerblatt auch noch. Jetzt machen wir erst nochmal Salz, Pfeffer dazu. Der Rosmarin. Und noch der Weißkohl.
Und jetzt lassen wir das weitere 45 Minuten lang schmoren. Wenn das Ganze dann 10 Minuten gekocht hat, können wir das auch schon einmal durchrühren, weil dann ist das Gemüse schon ein bisschen weicher und das Ganze lässt sich bewegen. Deckel wieder drauf und 35 Minuten weiter köcheln lassen. So, die gesamte Kochzeit ist jetzt um. Jetzt ist das Fleisch schön zart, die Kartoffeln sind auch weich und alles andere ist auch schön zart gekocht. Jetzt müssen wir es nur noch servieren und eine Butternocke drüber machen. Wenn man zufällig das Lorbeerblatt auffindet, dann kann man es auch schon rausnehmen.